und herzlich willkommen bei einem neuen Podcast oder Livestream oder ist es beides auf Linux Guides. Und beides ist es heute. Ich habe hier wundervolle Leute neben mir. Einmal den Hauke und den Micha. Hallo euch beiden. Hallihallo. Guten Abend. Guten Abend, guten Abend. Dann sage ich guten Morgen oder guten Mittag. Und damit starten wir direkt in den Podcast rein. Und ja, Micha, vielen, vielen Dank wieder fürs Vorbereiten. Und ich würde sagen, ich übergebe dir einfach mal das Wort. Ja, ich begrüße euch beide ganz herzlich und natürlich auch alle Zuhörer, die das dann später on demand sich anhören, ansehen, aber auch alle Live-Zuschauer. Guten Abend. Ja, und wir haben auch heute wieder pickepackevolles Programm. Grob mal angeschnitten sind die Themen Trend zur freien Software, Rust-Code im Linux-Kernel, die 20. Keynote stehen bevor und Notebook mit Einsteckprozessor oder auswechselbarer Hardware. Und dementsprechend, ja, wir wollen ja die Zeit nicht so schnell verstreichen lassen, würde ich fast sagen, wir legen los. Trend zur freien Software, da wird es interessant, sage ich mal. Es ist ja nicht zu erwarten. Es ist nachvollziehbar, dass so in den letzten Wochen und Monaten immer mehr der Trend gerade so bei Behörden und Schulträgern dahingehend steigt, immer mehr freie Software einzusetzen, weil die sich nicht an Microsoft oder an den bösen anderen Konzern mit dem angegessenen Obst binden möchten. Und dort Lizenzen gegebenenfalls noch teuer einkaufen möchten. Genau, da gibt es auch ganz viele große Projekte. Die Stadt Bratislava zum Beispiel hat da was gestartet, aber auch ein bisschen näher, direkt quasi im eigenen Land. Der IT-Dienstleister Dataport zum Beispiel, der im nördlichen Raum Deutschlands unterwegs ist und quasi IT-Dienstleister ist für was waren die nochmal? Eigentlich alles Offizielle, oder? Sagen wir mal, für sehr vieles, also Behörden können quasi Dienstleistungen einkaufen. Also Dataport ist eine Anstalt öffentlichen Rechtes und da hängen halt sehr viele dran, ob das jetzt Polizei ist oder eben auch alle möglichen Behörden, die wir sonst so haben im Land. Und das ist also Schleswig-Holstein, wo ich jetzt auch herkomme. Dann, ich glaube, Niedersachsen und noch, ich glaube, drei weitere oder so, die da eben zu diesem Dataport-Einzugsgebiet gehören. Dann Mecklenburg-Vorpommern ist, glaube ich, mit dabei und Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern. Ja, passt doch, oder? Niedersachsen. Ja. Einer fehlt noch. Naja, ganz ehrlich, vielleicht Berlin oder Hamburg, ne? Kann da auch sein. Also Hamburg vielleicht, Berlin glaube ich eher nicht. Berlin aber nicht. Das, okay. Das könnte man natürlich nachgucken. Könnte man nachgucken. Und es wird währenddessen gefragt, wer ist denn der dritte Mann an der Seite? Micha, vielleicht stellst du dich mal ganz, ganz kurz vor. Weiß man das immer noch nicht. Schlimm. Wie oft war ich jetzt in Vertretung hier? Öfter. Was soll ich sagen? Ich bin Micha. Bin meines Berufsstandes Admin in allem, was so im Rechenzentrum läuft, gerade auf Linux-Basis. Bin Streamer, bin auf Twitch als Saint of Sinner unterwegs und mache immer donnerstags so einen kleinen Technik-Stream. Der wird diese Woche getauscht mit Dienstag. Heute wäre mein Gaming-Stream. Aber da kann ich auch nebenbei immer so über solche Sachen quatschen wie Technik und dies und das und jenes. Und ja, bin auch Blogger. Ich habe auch auf saintofsinner.de so ein bisschen Blog, der sich so ein bisschen alles rund um das oder mit dem beschäftigt, was mir gerade durch den Kopf geht, auf was ich so Bock habe und so ein bisschen Tipps und Tricks bei vielerlei Sachen gibt. Absolut. Und du hast ja auch bei der Linux-Sicherheitsserie mitgewirkt. Die haben wir ja auch zu dritt gemacht. Die war im Winter. Ne? Winter und Frühjahr so ein bisschen. Schaut da gerne mal rein. Also wenn ihr Server-Admin seid und euren Linux-Server in Richtung Sicherheit pimpen wollt, dann schaut mal auf Linux Guides. Da gibt es eine Playlist komplett mit allem Möglichen. Haben wir alle drei sehr, sehr ausführliche Videos zugemacht und da kann man wirklich noch mal einiges dazulernen.
Und genau, ja, stimmt, du hast recht, du bist schon etwas häufiger immer mal wieder hier zu sehen. Aber Richtig. ja, glaub mir es. Das liegt an der neuen Frisur, glaube ich. An der neuen Das könnte Frisur sein. sowieso, ja, genau. Das könnte eher sein. Und warum wir ja die Brücke nicht geschlagen haben, Tuxflash ist ja der Podcast von den Tux-Tagen-Team und ich bin ja auch mit dem Tux-Tage-Team so. Das habe ich jetzt aber auch vergessen, das im Tux-Tage-Team. Oh Mann. Ja. Meine Güte, ja genau. Das hast du jetzt nicht gesagt, oder? So kennen wir es eigentlich. Also ich hätte es jetzt auch nicht in die Vorstellung irgendwie mit reingepackt mit den Tux-Tagen. Ja, ja, ja. Aber da kommen wir noch später zu den Tux-Tagen. Richtig, aber viel zu viel Querverbindungen hier. Viel zu viele Querverbindungen. Und ich würde sagen, gehen wir doch mal wieder zurück in Richtung Thema. Wir waren bei Dataport stehen geblieben, beziehungsweise. Ich habe es in der Zwischenzeit nachgeschlagen. Also dazu gehören 4 Bundesländer. Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen und Sachsen-Anhalt. Ah. Und dann gibt es noch 2 weitere, wo bloß die Steuerverwaltungen eben auch mit betreut werden. Das ist Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Richtig stark, richtig stark. Ja. Genau, das war jetzt schnell eingeworfen. So, Genau, und die machen sich ja wirklich dafür stark, quasi so einen Open-Source-Arbeitsplatz dort zu etablieren, um einfach losgelöst handeln zu können von irgendwelchen Lizenzgebern oder ja, Softwareprojekten. Oder? Kann man so sagen? Ja, doch. Absolut, absolut. Also, oder zu den Gründen, also das sind ja quasi mehrere Gründe dahinter. Einmal eben die Unabhängigkeit von eben den Monopolisten und auch die Unabhängigkeit von den ja, damit verbundenen Datenabflüssen, die man ja hat dabei. Also ob das jetzt, ach, was gibt es denn da alles? Also diese Integration, die Microsoft ja sehr stark vorangetrieben hat durch das Office-Programm, wo du ja eigentlich bloß noch in der Cloud arbeitest. Und das ist halt aus Datenschutzsicht sehr problematisch, wie die Datenschützer von verschiedenen Ländern eben auch festgestellt haben. Teams ist auch so ein Kandidat dabei, was man eigentlich so überhaupt nicht benutzen darf, also rein rechtlich gesehen. Und das ist eben neben der Kostenfrage, das kommt mal darauf an, wer es einem vorrechnet. Also Open Source selbst wenn die Software erstmal nichts kostet, irgendjemand muss sich ja drum kümmern, muss also Dienstleistungen dafür bereitstellen und das kostet letztendlich auch Geld. Bei den Kosten ist es wirklich die Frage, wer einem das ausrechnet. Die einen sagen dann, ja, Open Source ist deutlich günstiger oder das kommt letztendlich auf selbe hinaus. Aber diese Unabhängigkeit von einem Dienstleister oder von einem Monopolisten, das ist halt sehr, sehr wichtig dabei. Genau, das und absolut würde ich mich anschließen. Wenn halt eben diese eine Firma pleite geht, dann ist man als Nutzer dieses Produkts nicht komplett aufgeschmissen, sondern kann das weiterentwickeln oder weiterentwickeln lassen eben in der Hinsicht. Und das ist die schöne Sache an Open Source, ne? Nebenbei. Ne? Also ich würde tatsächlich dieses Ding auch schon fast als Nummer 1 Argument sehen, abhängig von dem Open Source Gedanken generell, dass man ich sag mal den Code anschauen kann und weitere Punkte, dass es vielleicht günstiger ist, wobei ob es wirklich günstiger im Unternehmensumfeld ist, weiß ich nicht. Bis jetzt habe ich immer mal wieder gehört, dass es sogar eher teurer ist als die normale proprietäre Software. Ich glaube, das liegt einfach momentan an der Masse eben. Ne? Also beispielsweise ein Microsoft-Team ist wahrscheinlich besser eingearbeitet, also kann schneller, performanter wahrscheinlich Sachen aufsetzen jetzt als irgendein Team von einer Open Source, aus der Open Source-Welt, wo es vielleicht gar nicht so viele wo man das wahrscheinlich noch nicht so optimiert hat, da ist sicher noch was rauszuholen. Und ich denke, das wird auch in der Zukunft geschehen. Und von daher würde ich mal sagen, Open Source ist echt extrem auf dem Vormarsch und kommt auch langsam in die Gedanken der Politiker teilweise, weil man dann doch mal merkt, vor allen Dingen jetzt als beispielsweise dann wir den zuvorigen US-Präsidenten hatten, ja, man hat gemerkt, man kann sich da auch nicht zu 100% immer auf Amerika verlassen und von daher hat man da dann auch schon mal direkt nochmal, ich sag mal, ein größeres Auge drauf geworfen, vor allen Dingen bezüglich diesen Monopolisten, kann man schon fast sagen. Und das hat so eine Gegenbewegung ausgelöst und ich glaube, das ist schon so ein bisschen momentan so ein kleines
Congestion Window, würde ich mal sagen. Also ein Zeitfenster der Möglichkeiten, wo wir dann da ordentlich uns aufstellen können und neue Leute überzeugen können, in der Hinsicht mehr freie Software zu nutzen und auch freie Software zu verbreiten, weiterzuentwickeln und weiter zu empfehlen, vielleicht auch einfach nur. Ne? Ja, vor allen Dingen auf Basis der Datensicherheit und des Datenschutzes quasi. Also wenn jetzt jemand ein schlauer Geschäftsmann wäre, würde sich quasi die Idee nehmen, so sich so sein Paket drumherum stricken und dort erstmal konsequent seine Kunden abklingeln. Sind sie denn schon datenschutzkonform? Wissen sie überhaupt, was das bedeutet, wenn sie Office 365 benutzen? Was tun sie da ablegen? Kundendaten. Dann ist auch garantiert so ein bisschen Aufklärungsarbeit oder gerade das Consulting dahin könnte ich mir richtig stark vorstellen. Wenn man da jetzt noch genügend Leute erreicht, was garantiert noch der Fall ist. Und das ist, glaube ich, auch quasi so ein Grund, warum das in den letzten Wochen, Monaten so stark geworden ist, quasi auch wegen unserer DSGVO-Verordnung, europäisch und oder die deutsche. Man möchte ja nicht mehr Daten über See schicken, aber man will es nicht mehr. Ob man es möchte, ist die andere Frage, man will es nicht mehr. So. Ist auch noch ein Punkt. Vielleicht haben ja die Zuschauer, die gerade live hier zuschauen oder zuhören, auch nochmal den einen oder anderen Punkt, ne, warum wir momentan tatsächlich den Trend der freien Software sehen, was die Gründe sind und wo man vielleicht anpacken muss, das weiter zu befördern und hochzuhalten. In der Zwischenzeit kann ich ja mal kurz erzählen, woran ich glaube, dass es zum Anfang deutlich teurer ist, beziehungsweise ich glaube es nicht, ich sehe es. Gerade in Open-Source-Konkurrenzprodukt oder Alternativprodukt einzuführen, da ist ganz viel Vermittlungsarbeit nötig und Erwartungshaltung vom Kunden. Es ist ja erstmal ein anderes Produkt, was das andere ersetzen kann. Gegebenenfalls müssen da einiges an Anpassungen gemacht werden, damit das funktioniert und sich so etabliert wie das vorherige Produkt. Und da kommt erstmal so eine relativ große Preiskurve zustande, die dann aber auch, sobald das einmal richtig läuft, auch wieder abflacht. Das stimmt, absolut. Am Anfang hat man immer mehr Kosten natürlich. Und ne, das sieht man ja auch beispielsweise auch bei Nextcloud. Das ist ja, geht ja wie am Fließband mittlerweile. Ne? Und wenn man sieht, was sich in den letzten 5 Versionen getan hat, für die Einrichtung alleine. Was noch dazu kommt, ist die Durchhaltekraft der Firma, die das etabliert. Also die sehen das manchmal nicht. Es ist gerade jetzt schweineteurer als vorher. Aber nach hinten raus, die Zielgerade sehen sie dann meistens nicht. Erstens, dass es günstiger wird und zweitens, dass sie dann unabhängig sind. Da sehe ich auch immer ganz viele Leute, die dann einfach so bei der Anfahrt am Berg einfach die Kupplung treten und rückwärts rollen, keine Ahnung. Also da wird es dann ein bisschen schwierig. Gibt es aber auch, das darf man nicht vergessen. Stimme ich zu. Ja, gut. Soweit habe ich jetzt erstmal keine Kommentare vermerken können, die das jetzt nochmal, die Diskussion nochmal vorangetrieben haben. Ja, also von mir aus wäre ich sogar schon fast durch, oder? Also mit dem Thema. Also außer ihr habt noch was. Achso, ich bin gespiegelt. Komm gerade in den Kommentar rein. Du bist gespiegelt, das kann sehr gut sein. Gespiegelt. Ja, ich kann dich zurückspiegeln, wenn du möchtest. Ja, also mein T-Shirt ist normalerweise richtig rum. Dann. Bei dir normalerweise, okay, das ist schön. Ja, nee, vielleicht sind wir alle gespiegelt und bei euch fällt es nicht auf. Nee, also es kann sein, je nachdem, in welcher Ecke du sitzt, spiegele ich dich manchmal, dass es nicht komisch aussiehst, dass du gegen den Rand schaust. Also von daher lasse ich dich mal gegen Micha schauen. Das jetzt dauert macht das gleich ein Plopp. Gleich macht es einen Plopp und dann hier. So, mach mal gleich, also 3, 2, 1 und dann machst du irgendeine coole Bewegung, ja? So, also 3, 2, 1. Mega, das hat richtig gut funktioniert. Hey, toll. Och, Technik. Gut aufgepasst. Dann, wo wir ja bei Dataport waren und Schleswig-Holstein und so weiter, das Projekt dort heißt Phoenix und ich habe dafür mal nachgeguckt, woraus sie es zusammengestellt haben.
Das sind letztendlich alles Open-Source-Komponenten. Da ist zum Beispiel so ein Zugangsmanagementsystem über UCS bei. Dann eine Groupware, Open Exchange, Online-Speicher, Nextcloud, Office, Collabora Online, Messaging über Matrix und Jitsi für ja, Kommunikation per Video. Also die haben letztendlich aus den vorhandenen Open-Source-Komponenten so ein Bündel geschnürt und wollen das für verschiedene ja, Behörden einfach anbieten, als so ein Bundle, sodass man damit seine ja, letztendlich tägliche Arbeit machen kann. Und das meiste davon, wenn nicht sogar alles, auch komplett im Webbrowser. Und die einzelnen Firmen, die daran beteiligt sind, die möchten wahrscheinlich auch ganz gerne für ihre Dienstleistungen bezahlt werden. Also Univention sehr bestimmt, die Leute von Open Exchange glaube ich auch mal sehr, Nextcloud und so weiter. Also ja, also das gibt es nicht quasi für gratis, aber man kriegt halt eben einen größeren Mehrwert hinten raus, weil der Hersteller kann einem das nicht einfach wegnehmen und kann sagen, nee, also wir verdoppeln jetzt mal die Preise fürs Abo und entweder ihr nehmt das, denn so wie es so kostet, oder wir drehen euch halt den Hahn ab. Also das kann dabei eben nicht passieren. Eine größere Unabhängigkeit von einzelnen Herstellern. Das stimmt, absolut. Ja. Und generell kann man natürlich seinen Support erhöhen. Dann kann man aber, also man ist nie an die eine Firma halt eben gebunden. Ne? Das ist das Coole. Man kann auch Alternativen nehmen, wenn es welche gibt natürlich, aber ja, da etablieren sich dann schon welche. Ja, und was halt auch nicht passieren kann, ist, dass man von jetzt auf gleich quasi ohne Gegenstelle dasteht. Ne? Also bei Office 365, wenn Microsoft gehackt wird und die Server dicht gemacht werden, dann kommt man nicht mehr an seine Dokumente. So kommt man in der einen oder anderen Form noch an seine Dokumente ran, wenn man das quasi unter eigener Verwaltung hat. Es gibt natürlich da auch Szenarien, wo man nicht rankommt, aber das ist meistens nur temporär. Ja. Absolut, absolut. Vielleicht nochmal eine Frage an die Zuschauer. Warum nutzt ihr, was ist euer Hauptgrund fürs Nutzen freier Software, also von Linux und Open Source? Was ist euer primärer Grund? Ne? Sicher habt ihr mehrere Gründe, aber euer primärer, wenn ihr einen nur frei hättet. Was würdet ihr sagen? Und bitte schreibt das jetzt jeder mal von euch rein. Wir sind um die fast 50 Zuschauer insgesamt. Also komm, jetzt kriegen wir hin. Das schafft ihr. Ich glaube an euch. Währenddessen können wir drei ja tatsächlich auch sagen, was unser vielleicht Hauptgrund ist, warum wir freie Software einsetzen. Weiß ich nicht, warum machen wir? Ich fange mal doch bei Micha an, oder? Ja, ich überlege nur gerade, also bei mir ist der Hauptgrund die Flexibilität. Also egal, was ich benutze, es steht mir frei. Ich kann sie anpassen, wie ich es möchte. Ich kann sie interoperabel miteinander verknüpfen, wie ich es möchte. Und das möchte ich nicht mehr missen. Quasi die Freiheit, mit der Software so umzugehen, wie ich es möchte als Anwender und nicht andersrum. Und die Flexibilität. Flexibilität, das war's. Nicht Freiheit, Flexibilität, habe ich gesagt. Ja, das ist so mein Punkt. Ich bin komplett flexibel in dem, was ich machen möchte, wie ich es umsetze. Da gibt es nicht nur ein Produkt. Hinaus. Was würdest du sagen, Hauke? Also Flexibilität sehe ich genauso. Anpassbarkeit, also ich mache hier Entwicklung, Softwareentwicklung. Und von daher ist es praktisch, wenn man Dinge halt anpassen kann. Also gibt ja viel freie Software, die unter Lizenzen steht, sodass man das beliebig anpassen und mit eigener Software kombinieren kann. Das ist immer eine praktische Sache. Da muss man das Rad nicht neu erfinden, weil das andere schon mal gemacht haben und wahrscheinlich auch besser, als wenn ich das jetzt nochmal neu machen würde in der eigentlich zu geringen Zeit. Dann das nicht vorhandene Problem mit Lizenzen, also bei ja, Windows müsste ich halt kaufen x-mal und die Lizenzbedingungen, die sind mehr als gruselig dabei. Da ich Softwareverteilung mache, ist das deutlich praktischer. Also keiner von meinen Nutzern oder Kunden muss irgendwie drauf gucken, ja, ich habe jetzt noch 3 Lizenzen frei für meinen Rechner, aber eigentlich brauche ich 10. Bis ich das bestellt habe, vergehen wieder 2 Wochen, aber ich brauche es denn jetzt eigentlich schon morgen.
Und solche Sachen, das gibt es dabei eben nicht. Und also letztendlich fasziniert hat mich, das ist ja schon ein bisschen her, dass man einfach die CD von einer Distribution einfach so kopieren kann und das auch darf. Also ich kann beliebig viele Debian-CDs kopieren, kann die halt weitergeben und es ist erlaubt. Das fand ich eine tolle Sache und von daher, ja, also Lizenzierung, Anpassbarkeit und ja, letztendlich das, genau. Was wäre jetzt das eine Wort, was du da auf dich beschränken wolltest? Das eine Wort? Ja, das war ja die Prämisse. Ach so, nur ein Wort. Ja. Oder eine Sache, ein Wort. Dann würde ich sagen Flexibilität. Also wie? Ja, also Flexibilität. Ja. Also wenn es ein Wort sein muss, ja. Flexibilität, ja. Also ich halte die Flexibilität genauso hoch, wobei ich würde die Unabhängigkeit noch mal eins weiter hoch. Ich habe sogar hier gesehen im Chat Freiheit. Freiheit, genau, ne? Freiheit, also, Unabhängigkeit, ja. Und so weiter. Ich kann ja vom Instagram-Kanal oder von Mastodon, ich poste ja die Grafiken überall. Da habe ich ja auch nochmal die vier Gründe zusammengezählt. Ich müsste lügen, wenn ich wüsste genau, welche das waren. Freiheit war drin, Open Source war drin und so weiter. Aber bei mir wäre es tatsächlich in dem Fall die Unabhängigkeit, dass ich genau das tun und machen kann oder ne, in der Regel mit der Software, was ich will. Und das würde ich mal sagen, so in der Hinsicht ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Ansonsten die Flexibilität, bin ich auch absolut bei euch, wiederhole ich nicht alles. Und dass es kostenlos ist, ist sicher auch ein Punkt, aber das resultiert ja eigentlich aus unseren vorhergehenden Punkten. Na, ansonsten kann ich ja mal vorlesen, was so die anderen geschrieben haben, unsere Zuschauer und Zuhörer. Genau, einmal Kosten und Auswahl, ne? Besser als Windows, Unabhängigkeit von Big Tech, Freiheit, ne? Unabhängigkeit von Big Tech sehen wir hier wieder, die Auswahl zwischen verschiedenen Desktops und verschiedenen Systemen, wenn man so möchte, ne? Die Einschränkungen, Kosten und ewig dauernde Updates ist wahrscheinlich dann bei Windows wahrscheinlich eher der Nachteil eben, weswegen man dann Linux nutzt, weniger Zwang, stimme ich absolut zu, ne? Unabhängigkeit in der Hinsicht, flexible Unabhängigkeit oder flexibel, ja. Open Source Software ist kostenlos und vielseitig. Ja, man hat das Gefühl, in Apps wie NewPipe, dass da der Konsument im Vordergrund steht. Das stimmt, stimme ich auch zu. Die wollen kein Geld machen, die wollen einfach nur gute Software machen. Und manche schreiben Gewöhnung. Würde ich bei mir mittlerweile auch unterschreiben. Ja, das ist tatsächlich. Ansonsten ist es billiger. Ja, wird auf Twitch geschrieben, beispielsweise. Und man kann fast selbst alles lösen. Das finde ich auch schön. Ja. Aber generell muss man sagen, dadurch, dass wir so eine freie, komplett heterogene Community sind, ist es sehr, sehr schwierig, gemeinsam Leute zu akquirieren, so die Zugänglichkeit zur Software zu schaffen. Das ist tatsächlich eigentlich, ich sag mal, würde schon sagen, das Hindernis, warum dann doch so wenig dann dazukommen. Wir werden immer mehr und wir arbeiten daran auch alle. Aber ja, ich glaube, das ist einer der größten Hinderungspunkte. Ne? Klar machen es uns die großen Monopolisten auch nicht einfach, wenn sie einfach ihre Software vorinstallieren und man so sagt, ja, nimm das erstmal, wenn du was anderes willst, dann musst du dich aber erstmal groß mit beschäftigen. Das ist natürlich ein Hindernis. Aber da können wir nur so gut wie möglich dran feilen, bis das dann am Ende, ich sag mal, überwunden wird, beziehungsweise immer besser wird. Und wenn wir das im Gegensatz zu den letzten 10 Jahren sehen, hat sich doch einiges getan, muss man ja sagen. Ne? Aber es geht langsam voran. Genau, dann langsam aber stetig. Von Twitch hätte ich noch einen weiteren Punkt. Es ist lehrreich. Also man kann ja auch was daraus lernen, indem man Quelltexte von anderen Leuten analysiert, einfach mal guckt, wie die Probleme gelöst haben. Und das hat man ja bei geschlossener Software insofern nicht. Da hat man so einen Binärklumpen, in den man erstmal so nicht reingucken kann. Und von daher ist Open Source natürlich auch eine tolle Sache, um Dinge zu lernen und zu verstehen. Ja, das hat dann auch nochmal nach meiner Ausbildung das Verständnis nochmal, das Computerverständnis an sich geboostet, weil man kann endlich reingucken, was bewirkt das und wie hängt das miteinander zusammen und nicht, ja, unbekannter Fehler, versuch's mal mit neu installieren. Ist für mich damals keine Option gewesen. So dieses Rollover und das hat dann echt nochmal so dieses grundlegende Zusammenhangsverständnis echt erweitert. Ja, kann ich mich nur anschließen.
Dann sind wir durch mit dem Thema, oder? Also ich habe noch rausgesucht hier die, wie heißt das, Open Code? Also die öffentliche Verwaltung möchte, ich weiß nicht, ob die jetzt Git machen wollen, auf jeden Fall, also die möchten eine zentrale Stelle schaffen, wo verschiedene Behörden und andere Mitspieler aus dem aus der öffentlichen Verwaltung ihre Open-Source-Code-Teile abladen können, sodass man ja entweder daran mitwirken kann oder sehen kann, wie die das gemacht haben, fand ich auch eine ganz interessante Sache. Also das gehört auch nochmal mit zu dem dazu. Ich weiß nicht, ob davon überhaupt jetzt schon was steht. Ich glaube noch nicht wirklich, aber auf jeden Fall, das wäre auch was Zukünftiges, dass es da auch eine Zusammenarbeit, einen Austausch zwischen diesen einzelnen Teilen gibt, wo, also so wie ich es mitgekriegt habe, da haben viele halt ihr eigenes Süppchen gekocht. Also viele haben da mit Excel-Makros auch in verschiedenen Abteilungen, jeder hat da vor sich hingewurscht und selbst was gefrickelt, dass man da vielleicht eine Menge vereinheitlichen kann und so insofern auch den Wartungsaufwand von diesen Komponenten, die vielleicht eine sehr ähnliche Lösung für Probleme darstellen, einfach mal vereinheitlicht. Also das ist vielleicht noch ein bisschen darüber hinausgehend, über den Open-Source-Gedanken, halt Vereinheitlichung. Und das spart ja letztendlich auch wieder Kosten und Schulungsaufwand und so weiter. Absolut, absolut. Gut, ja, kann ich so abdecken. Das ist, ja. Nee, ist ein cooles Projekt. Ansatzpunkt. Ja, ist, glaube ich, auch erst ein Jahr oder vor einem Jahr ungefähr angekündigt worden. Oder nicht mal ein Jahr her. Und ich bin mal sehr gespannt, was daraus noch wird, tatsächlich. Mal ich habe nur mal das, ich habe da auch nur ganz flüchtig drüber gelesen, dass es das gibt. Aber wo ich nicht flüchtig drüber gelesen habe, ist über die Tux-Tage. Lass uns da mal kurz drüber sprechen. Was gibt es gerade Aktuelles? Was gibt es Neues? Sind wir schon offen für Vorträge zum Beispiel? Wir sind schon offen für Vorträge. Ich habe aber noch nichts angekündigt oder gepostet. Das kommt jetzt noch die Woche. Habe ich, glaube ich, am Wochenende dann alles freigeschaltet. Neues Formular und so weiter. Wir sind da von der Webseite her umgestiegen, so ein bisschen von der Technologie seit Jahresanfang. Und da musste ich das dann alles neu bauen. Hat natürlich alles ein bisschen Zeit gekostet. Aber generell sind wir jetzt offen für Vorträge. Für Sponsoren sind wir auch offen. Da sind wir auch gerade in der Akquirierung und ansonsten sind wir gerade dabei, eine 3D-Welt zu bauen, tatsächlich. Mhm. Ja. Wo wir dann quasi einen digitalen Online-Vortragsraum bzw. ein Vortragsgelände haben, ein ganzes Veranstaltungsgelände. Ne? Da wollen wir erstmal noch nicht zu viel spoilern. Wir sind da gerade noch in den Anfängen, aber wir treffen uns schon jede Woche fast. Doch, man könnte schon sagen, jede Woche. Sehr, sehr motiviert sind wir da auf jeden Fall. Mal schauen, was da am Ende draus wird. Könnt euch auf jeden Fall freuen. Ansonsten planen wir relativ viel für die nächsten Talkstage. Da möchte ich aber auch noch gar nicht so viel weiteres verraten. Ne? Das Wichtige ist erstmal, ihr könnt jetzt Vorträge einreichen. Ich glaube, bis Ende oder Mitte September. 30. September müsste es, glaube ich, sein. Bis zu dem Zeitpunkt könnt ihr es noch einreichen. Ist also noch ein bisschen Zeit. Generell traut euch gerne, einen Vortrag zu machen. Wir entscheiden dann am Ende, ob er reinkommt oder nicht. Also von daher, wenn ihr euch unsicher seid, haut ihn einfach mal rein und wir entscheiden dann so, hey, könnte das passen, macht das Sinn? Gerne im Bereich Open Source Software, Linux, Erfahrungen, irgendwelche Arbeitsprozesse und so weiter. Da gibt es doch ordentlich noch was, was ihr machen könnt. Und das Schöne ist, wir sind wieder komplett online dieses Jahr. Also die Talkstage bleiben auch vorerst weiter online. Das heißt, jeder kann dran teilhaben am 11., 12. und 13. November ist das Ganze, hauptsächlich am 12. und 13. Und da freuen wir uns auf jeden Fall auch schon, wieder das ausrichten zu dürfen. Und wir sind natürlich auch erstmal auf Vorträge gespannt, weil ohne Vorträge und so weiter funktioniert das natürlich nicht. Und genau, da sind wir momentan dran. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass wir wieder tolle Talkstage hinbekommen und die größer und schöner und besser werden als die letzten im letzten Jahr. Da wollen wir ja noch so ein bisschen, ein bisschen bergauf gehen. Ne? Und da freuen wir uns auf jeden Fall. Und sind wir mal gespannt, wie das dann abläuft. Und hoffentlich kann ich euch im nächsten Monat dann mehr berichten. Ne? Genau, höher, schneller, weiter.
Das ist der Plan. Und in 3D. Und in 3D. Ja. Ja, absolut. Das Team hat sich auch vergrößert. Wir sind jetzt um die 15 Leute mittlerweile. Das ist schon ordentlich. Da können wir schon gut mitarbeiten. Genau. Nicht so schnell. Erstmal die Kilox, schreibt Wolfhacker. Stimme ich dir zu. Zu den Kilox kommen wir auch gleich. Ne? Die sind erstmal die wichtigeren, weil die finden davor statt. Möchte ich aber noch gar nicht so viel spoilern. Das macht dann Hauke gleich. Genau. Das, kommt. Ja. Aber vorher wollen wir mal ein bisschen Rustcode im Linux-Kernel besprechen. Es ist ja schon eine ganze Weile angesprochen oder wie heißt es? Der Elefant steht ja schon seit letzten Jahr im Raum. Ne? Mindestens. wie hatte ich das rausgesucht? Wann hatte Linus Torvalds das gesagt? Juli 2020 hat er schon mal angesprochen. Und das möchte er auch und das könnte mit Linux 5.20 bevorstehen, wobei ich auch ganz frisch heute oder gestern gelesen habe, dass es nicht mehr Linux-Kernel 5.20 sein wird, sondern dann schon vermutlich 6.0. Aber naja, ich wollte das Dokument nicht mehr verändern. Alles gut. Ja. Sehr cool, ja. Für die Leute, die vielleicht gar nicht wissen, was Rust ist, das ist quasi eine neue Programmiersprache, die auch nicht mehr so ganz so neu ist, aber halt eben schon nochmal coolere und bessere Features hat, als es beispielsweise C oder C++. Ne? Linux-Kernel ist hauptsächlich in C und C++, glaube ich, geschrieben. Oder nur C? Nur C. Meine Güte. Und da kommt jetzt Rust als quasi so zweite Programmiersprache erst so richtig rein. Und das möchte man dann langfristig immer weiter ausbauen. Und da sind sie gerade dabei, das erste Modul oder das erste Stückchen so hinzuzufügen und das zieht sich alles. Ne? Das zieht sich alles, ja. Weil da haben viele mit zu diskutieren, viele zu reviewen und gibt es wahrscheinlich auch vieles zu verbessern. Also ich bin sehr, sehr gespannt und vielleicht wird die Kernel-Entwicklung dadurch schneller und effizienter und sicherer vor allen Dingen, oder? Das kann passieren oder das hofft man eigentlich davon. Aber es gab ja schon vor 25 Jahren mal der Versuch, C++ als Zweitsprache zu etablieren. Damals ist es ja kläglich gescheitert. Und Linus Torvalds arbeitet ja eigentlich energisch dran, dass das eben nicht nochmal so ein Flop wird. Gerade auch, weil die Rust-Community deutlich größer ist oder deutlich, erstens deutlich größer, mehr gehypt. Also da ist mehr Rückendeckung da, sag ich mal. Also ich denke mal auch, das wird passieren und entweder ab 6.0 oder wann auch immer, aber ich denke mal, es ist definitiv der richtige Schritt, weil Linux-Kernel auf C basiert, das ist jetzt auch schon verdammt alt, das Ding. Also irgendwann muss ja mal der Unterbau erneuert werden. Also wobei C, also der Standard wird ja immer wieder angepasst. Ich weiß gar nicht, bei welcher Version bei C wir jetzt überhaupt sind. Also das C++ gibt es doch alle, keine Ahnung, zwei, drei Jahre. Irgendwie so, ne? Ja. Und aber die grundsätzlichen Probleme, die man in C halt hat, also gerade was irgendwie Zugriff auf Speicher und vor allem der unsichere Zugriff auf Speicher halt angeht, der macht C halt sehr fehleranfällig für einmal Programmierfehler, dass Dinge abstürzen könnten oder dass eben auch Sicherheitslücken entstehen. Und das Problem kriegt man durch C++ also nicht direkt gelöst. Und das ist eins der Baustellen, was man eben durch Rust halt lösen möchte. Also, dass man Fehler vermeidet durch eine Programmiersprache, die einem vieles, also nicht unbedingt abnimmt, aber viele Sachen schon von vornherein sicherer macht. Woran hat es damals vor 25 Jahren gelegen, dass C++ da nicht so erfolgreich war oder dass es gescheitert ist? Zu wenig Rückendeckung und zu wenig Leute, die es implementieren konnten. Ach so, ja, aber implementieren konnten wahrscheinlich für den Kernel. Ja, okay. Also aber keine irgendwie logischen Gründe, die es halt komplett ausgeschlossen haben, oder? Nee, das nicht. Okay. Aber damals war ja noch nicht der Zeit, wo das Wort Shitstorm populär war. Vermutlich war der Shitstorm zu groß und der Rückhalt zu wenig. Okay. Man weiß es nicht. Aber ansonsten, ja. Ich höre eigentlich nur Gutes. Also ich höre noch keinen, der sagt, oh Gottes Willen, warum denn so ein Quatsch? Höre ich Gott sei Dank nicht.
Absolut. Ansonsten gibt es auch noch Bedenken bzw. Sachen, die es zu überwinden gibt. Beispielsweise, dass wahrscheinlich Rust etwas längere Kompilierzeiten braucht, ne? Oder ein bisschen also schlechtere Performance haben könnte. Schreibt jetzt jemand auf Twitch, das weiß ich nicht, ob ich das so verifizieren kann, aber es kann schon sein, dass da ein bisschen mehr Zeit drauf geht beim Kompilieren. Aber ja, ne, ist natürlich für die Leute, die ihre Kernel selber bauen, natürlich dann schwieriger. Aber ich glaube, bis jetzt ist das ja erstmal nur in der Testphase. Ne? Also man schaut, also ist ja noch nicht in Stein gemeißelt, dass es jetzt bis in all die Ewigkeit mit Rust geht und nicht mehr mit C. Ne? Aber sind wir mal sehr, sehr gespannt, wie sie sich da weiter durchhangeln. Und ja, also wir selber als Anwender werden sowieso eigentlich nichts mitbekommen. Nur ja, es ist ganz spannend, das zu verfolgen, so an der Entwicklungsfront von Linux. Welcher Teil wird denn der erste sein, der in Rust neu geschrieben ist? Habe ich noch keine wirklichen Infos gefunden. Okay. Also, die planen es nur. Man weiß noch nicht was. Ich bin kein Kernel-Entwickler. Schade. Ach, Menno. Ja, mein Gott. Ab jetzt die Hausaufgabe, die Kernel-Mailinglisten Ja, durchlesen. Ne? Und genau. zwar alle. Nächstes Mal hast du ein schönes neues Kernel-Modul vorbereitet und dann gucken wir uns das mal zusammen an. Da schalte Und ich mal dann zusammen live zu und dann kompilieren. geht nichts mehr. Genau. Ja. Ja, nee, das machen wir mal nicht. Na gut, dann nicht. Nee, ich kann nicht alles mitmachen. Jeden Trend kann ich auch nicht mitmachen. Ach komm. Ach. Ah, ist so. Sagt man nur. Und dann im Ende. Ja, aber ich glaube, das wäre sogar schon fast zu dem Thema, oder? Oder haben wir da noch was? Ja, wenn nicht noch unsere Zuschauer oder Zuhörer, Zuschauer gerade noch was dahingehend zu ergänzen haben, würde ich sagen, nö, alles cool. Kann ich nämlich zwischendurch sagen, wir haben quasi ungewollt eine Sommerpause mit dem Podcast gemacht. Der wird hoffentlich, wenn alles gut geht, wieder wie geplant jeden Monat kommen. Und wenn ich es dann auch diesen Monat schaffe, endlich wieder in aktueller Form zu Spotify und wie ist der andere Quatsch? Apple Podcasts, nee, Apple Podcast. iTunes, iTunes, oder genau. sowas. Genau. Ja, Freuen wir uns. da hat mir einfach die letzten Wochen, Monate einfach wirklich privat die Zeit gefehlt. Jean konnte auch nicht so, wie ich konnte. Dementsprechend haben wir jetzt mal, ich glaube, 3 Monate ungewollt eigentlich Sommerpause gemacht. Aber es hat halt nicht funktioniert. Aber es wird wieder. Das kann ich schon mal so sagen. Absolut. Ja. Vom Chat kommt nichts nochmal zu Rust. Okay. 20 Jahre Kilox. Dick bevor. Ja, Ein 20 Jahre. Glück haben wir da jemanden, Flop. der ganz, ganz weit drin in dem Thema ist, nämlich mit dem Organisator. Okay, du Ja, kannst erzählen, wie du genau. willst. Ich kann erzählen, wie ich will. Ja, wie fange ich denn da an? Also die 20 Jahre, die habe ich natürlich nicht komplett alle erlebt. Seit 2007 organisiere ich da die Veranstaltung mit und ja, es ist dann halt mehr und mehr von der Veranstaltung bei mir gelandet, was ich heute da organisiere und ja, insofern. Genau, also bin ich jetzt quasi der letztendlich Dienstälteste, wie man das da dabei sieht. Und wir haben jetzt unsere 20. Veranstaltung. Wir haben also nicht direkt vor 20 Jahren damit angefangen. In den Anfangszeiten hieß es auch noch ein bisschen anders, Kieler Netztage. Und ein paar Jahre war dann halt gar nichts. Und ja, so hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt. Die Kieler Open Source und Linux Tage, wie das Ding halt komplett heißt, finden in Kiel statt. Und dieses Jahr wollen wir eine Hybridveranstaltung machen. Also es findet hoffentlich wieder was in Kiel statt. Also Vorträge vor Ort, Workshops vor Ort, eine Ausstellung vor Ort, wo wir also lokale Aussteller haben und eben auch andere Firmen und Open-Source-Projekte, die sich dann an kleinen Ständen präsentieren können. Und dieses ganze Drumrum, was wir in den Jahren davor immer gemacht haben. Also wir haben zusammen gegrillt, wir haben zusammen gefrühstückt am Software Freedom Frühstück Tag und wir haben verlost Dinge verlost. Das machen wir jetzt auch wieder, haben wir schon eine Menge vorbereitet und von unseren Sponsoren haben wir da auch schon ein bisschen was gekriegt zum Verlosen. Und
ja, alles, was eben so dazugehört, neben dem eigentlichen Programm, was diese Wissensvermittlung macht, das wollen wir dieses Jahr auch wieder vor Ort machen. Wenn wir das dann dürfen im Herbst oder wenn Corona dazwischen kommt, dann machen wir es halt komplett wieder online. Ansonsten machen wir eben einen Teil vor Ort und wir streamen die Vorträge auch live ins Netz. Und es wird auch Vorträge geben, die halt nur gestreamt werden und auch Workshops, die halt bloß online sind. Und da versuchen wir eben das Beste aus beiden Welten miteinander zu verbinden. Ja, und bis zum 14.8. habt ihr jetzt noch die Möglichkeit, Aussteller zu werden, Sponsor zu werden, Vortrag einzureichen oder einen Workshop anzubieten. Wir haben das jetzt nochmal verlängert. Wir haben dieses Jahr unsere Anmeldefrist sehr verkürzt, weil wir das einfach mal ein bisschen schneller machen wollten. Das hat, sagen wir mal, nur halb funktioniert. Also im Moment sind wohl extrem viele Leute im Urlaub und daher hoffen wir, dass da noch ein bisschen was nachkommt. Also wenn ihr Lust habt, irgendwie was bei uns zu machen, entweder vor Ort oder egal von wo ihr seid, online zu machen, gern, kommt einfach auf die Seite www.kilux.de und dort könnt ihr euch denn registrieren und denn was anbieten. Ja, ach so, genau, das Ganze findet statt am 15., 16. und 17. September. Am 15. haben wir unseren Linux Presentation Day mit Vorträgen für Einsteiger und Umsteiger, die also neu in dem Linux-Bereich sind. Und die zwei weiteren Tage, da ist das normale Programm mit ja, gemischtem Anspruch, also von ja, einfachen Sachen auch wieder für Einsteiger bis hin zu hochkomplizierten Admin-Scripting-Sachen und Programmierung und was es da alles gibt. Also ein buntes Potpourri an verschiedenen Themen an den beiden weiteren Tagen. Jo, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Du bist ja auch mit dabei. Das Ganze wird ja auch live auf Linux Guides übertragen. Und ja, genau. Dann sind wir auch beide vor Ort. Absolut, absolut. Machen das wieder so ähnlich wie im letzten Jahr, bloß dass es diesmal noch mehr wird. Mal gucken, wie wir es alles gewuppt kriegen. Aber irgendwie kriegen wir schon mehr. Ja, kenne ich irgendwoher, ja. Ja, mega. Ja, es war jedenfalls letztes Jahr sehr, sehr witzig da mit dir rum. Wir haben ja eigentlich nur Blödsinn gemacht, fast. Also, wir mussten das aber noch halbwegs sinnvoll ankündigen, was als nächstes kommt. Aber ich glaube, so halbwegs haben wir es rein gekriegt. Aber es war teilweise extrem hektisch, immer zum Wechsel von, oh ja, volle Stunde, so, jetzt sind die Vorträge durch, jetzt müssen wir, wie viel hatten wir gleichzeitig? Also zwei Vorträge und einen Workshop, ja, genau, müssen wir gerade alles ankündigen und dann richtig umstöpseln mit den ganzen Kanälen und so. Das hat Spaß gemacht, Aber ja, war stressig, war schön. Aber haben wir relativ gut hingekriegt, würde ich jetzt sagen, hier auf die eigene Schulter klopfen und mal gucken, ob wir es dieses Jahr wieder hinkriegen. Kriegen wir aber sowas von hin. Ja. Und da freue ich mich schon drauf. Ja, genau, absolut. Das bestimmt wieder gut. Von Erlangen nach Kiel, schreibt Wolfgang. Ja, absolut. Ja. Ne? Das ist immer so mein Kiel-Urlaub dann, wenn man so möchte. Ne? Kiel-Urlaub mit Arbeit, aber macht sehr viel Spaß. Ne? Kiel ist immer eine Reise wert. Kiel hat auch schöne Ecken, so nicht, aber... Kiel hat auch schöne Ecken, ja, ja. Okay. Ja, nee, es ist immer sehr, sehr schön. Also mir macht es immer Spaß, nach Kiel hochzufahren und da, ja, absolut so meinen Teil beizutragen. Ne? Ich werde auch wieder ein bisschen vortragen. Micha, wirst du nicht auch einen Vortrag halten, was ich mal so am Rande gehört habe? Ja, ja, oder? Ja, wenn ich's fertig kriege, das hatte ich Hauke schon mal so gesagt, wenn ich ihn fertig kriege, reiche ich ihn ein. Ansonsten wird er das erste Mal bei den Tux-Tagen präsentiert werden. Und dann vielleicht aufgewärmt dann nochmal nächstes Jahr bei den Kilux. Mal gucken. Aufwärmen. Das ist, ich finde Aufwärmen auch immer toll. Ja, das ist die Zeit. Die Zeit ist leider so. Absolut. Ist ein bisschen auch deine Serie Nachschlag, Hauke, oder? Also nicht aufgewärmt, aber ja. Stimmt. Also die Kelle mit ein Kessel Reste, ein noch mal etwas mehr vom selben habe ich ja auch bei mir. Meinem Kanal hier Nicht der Weisheit letzter Schluss. Genau, also Hauke hat auch einen YouTube-Kanal. Ich habe mit sehr, sehr coolen Themen, zu Server-Themen vor allem, ist ja auch eine Situation, Linux-Administration. Also da geht es ein bisschen technischer als hier bei Linux Guides. Aber dafür, ja,
Ne? Langweilen sich die Leute dann nicht mehr so bei dir? Also manchmal höre ich Kommentare, dass sie sich die Leute langweilen, und von vielen bekomme ich auch, meine Güte, ich verstehe nur Bahnhof. Dann wollen wir mal versuchen, so die Mitte zu finden, die goldene Mitte. Ich bin nicht unbedingt einsteigerkompatibel mit den Sachen, die ich dort mache. Absolut. Und ich bin leiser geworden, da muss ich wieder lauter sprechen. Das tut mir sehr leid, Leute. Genau. Ja, ist aber so nicht zu hören. Gut, okay, passt. Naja, also, weiß ich nicht. Zumindest über den Kanal, wie wir gerade kommunizieren, ist es nicht zu hören, dass du leiser bist. Das ist gut. Okay. Ja, dann mache ich mal hier euch wieder ein bisschen leiser. Es ist schwierig, das Tontechnische so abzumischen. Ne? Aber gut, ja, perfekt. Ja. Bei den Kilo Open Source und Linux Tagen werden wir vielleicht zu dritt auch teilweise virtuell dort sitzen und vielleicht auch kurz was spontan zusammen machen. Aber das müssen wir halt noch sehen. Da freue ich mich schon drauf. Genau. Ja, also das wäre jetzt sonst soweit. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was mir jetzt so einfiel. Ich glaube, das reicht auch. www.kilux.de. Hau ich in die Videobeschreibung. Genau. Und genau, ja. Genau. reicht ja. Also 20 Jahre. Ja. Ist natürlich richtig doof, dass es gerade in so eine blöde Zeit der Corona-Geschichte fällt. Sonst hätte man sich da was richtig Schönes überlegen können, oder? Hat euch das so ein bisschen eingeschränkt von der Planung her? Jetzt mal doof gefragt. Also wir haben, oder wie soll man das sagen, also die Planung, die wir normalerweise machen, die hat so einen Vorlauf von so einem halben Jahr. Und in den beiden Jahren, wo jetzt nichts vor Ort gewesen ist, da haben wir natürlich auch schon mal überlegt, was machen wir da? Also nicht bloß so im Hinblick auf hier 20. Mal. Also ich habe so ein paar Sachen gesammelt, die es denn auch dort zum Angucken gibt, was ich irgendwie ganz ulkig fand. Also das erzähle ich noch nicht, was es da gibt. Für unser Jubiläum werden wir auch ein paar Dinge machen, auch gerade so aus dem Bereich Verköstigung. Also von daher, wir machen dieses Jahr schon ein bisschen was anderes, als wir es normalerweise gemacht hätten, wenn wir es denn auch wieder dürfen. Auch dank unserer Sponsoren, dass wir dieses Mal relativ entspannt Dinge machen können, die wir halt so hätten vorher nicht machen können. Und das passt alles, also eigentlich alles ganz gut zusammen, dass wir jetzt 20. Mal haben. Und also da wird es auch ein bisschen mehr in der Richtung noch geben. Ja, und also Corona ist natürlich immer blöd gewesen. Die letzten beiden Jahre waren insofern nicht schlecht. Das erste Mal war halt komplett anders. Das war schon irgendwie sehr stressig. Es ist eine komplette andere Veranstaltung gewesen. Wie macht man das? Also ich habe da nächtelang überlegt, wie verlegst du jetzt dieses, jenes Kabel? Wie musst du jetzt noch folgenden Serverdienst konfigurieren, damit das rund läuft? Und dieses ganze Zeugs, das da haben wir jetzt ja so ein, also da wissen wir halt an sich, wie man das jetzt machen muss. Und dieses Jahr kommt es nochmal wieder ein bisschen anders mit Hybrid dazu. Und also müssen wir halt gucken. Aber das kriegen wir schon alles irgendwie hin. Was war eigentlich noch die Frage? Ja, genau. Okay, gut. Genau. Also die Antwort wäre wahrscheinlich einfach bloß ja gewesen, aber genau. Nee, ist so okay. Ja. Nee, passt doch. Also es ist was geplant, ein bisschen mehr, aber du wolltest es noch nicht sagen. Und ansonsten ist die Hybrid-Veranstaltung das eigentliche Highlight, oder? Zum 20. Das erste Mal gucken, wie kriegt man es gleichzeitig gewuppt. Das und ein paar extra Sachen halt hier zum 20. Jahr, wo wir uns ein paar lustige Sachen überlegt haben, die es halt so vorher noch nicht gegeben hat. Und dies aber leider, das werden vor Ort Dinge sein. Von daher hoffe ich ja, dass die uns dann im September nicht einfach das dicht machen. Und wir erwarten euch alle in Kiel. Am 15., 16., 17. September. Genau, 15, 16, 17, wobei der 15. ja erst Nachmittag losgeht und die beiden richtigen Tage sind 16. und 17. Also Donnerstag Nachmittag geht's los und dann Freitag und Samstag. Absolut, freuen wir uns. Doch, gut.
Nee, Dann. ist doch schön, sage ich Ja, mal. denke ich mir auch. Ich sehe ja immer, wie viel, also das kennt ihr ja auch, also wie viel Arbeit diese ganzen Sachen machen und diese tausend Problempunkte, die man da hat. Und hast du jetzt daran gedacht? Und das kommt alles noch mit dazu. Das macht es immer so, dass ich immer so ein Problem damit habe, zu sagen, ich freue mich da drauf, weil ich weiß, irgendwas habe ich bestimmt vergessen. Hast du Also daran gedacht? bei anderen Veranstaltungen sehe ich das auch ganz entspannt. Nö, das ist doch super. Das ist doch Und toll. Da hier, mir setze ich nochmal mich hin, schön erzähle ich was. rumpöbeln, warum das nicht funktioniert. Ne? Ja, Ich kenne das genau. gut, ich kenne das gut, ja, Ja, ne, ich habe absolut. Also. das Wochenende davor habe ich eine andere Veranstaltung, wo ich Mithelfer bin, weswegen ich dann darauf das Wochenende nicht einfach nach Kiel kommen kann. Da hat es ja schon mal gefragt. Da bin ich Gott sei Dank nur Helfer. Ein Kumpel von mir ist mit in der Organisation. Und was der da am Rotieren ist und das und dies und das macht. Also, da habe ich gesagt, nee, da mache ich lieber meine Aufgabe und dann ist gut. Dann weiß ich nur, ich brauche das und das und dann bin ich fertig. Ja, ich kenne das. Also das ist dann immer sehr interessant. Also von daher freue ich mich auf die Tux-Tage, da kann ich mich ja quasi entspannt zurücklegen, muss mich mit sowas überhaupt nicht beschäftigen, erzähle irgendwas und dann ist das gut. Ja. Ja, absolut. Dafür freue ich mich umso mehr, ne, über die Ja, Tux-Tage. genau. Das meiste ist ja, dass es so viele kleine Probleme und Sachen zu lösen gibt, die keiner sieht. Ne? Und das ist, ja, da denkt man so, ja, plan's mal so 2 Tage kurz durch und dies und jenes. Und deine Helfer, die machen doch sicher auch alles. Da musst du doch einfach nur kurz Anweisungen geben und dann kann sich zurücklehnen und die Veranstaltung genießen. Ja, schön wär's, schön wär's, ja, Nein, schön leider wär's. nein, leider Absolut, gar ist nicht. einfach, ja, fast genau das Gegenteil. Aber es macht sehr, sehr viel Spaß und man lernt einiges und gibt so ein Stimmt. bisschen der Linux-Welt und der Open-Source-Welt etwas zurück. Ne? Und das ist, ich sag mal, das, was jedenfalls das Tux-Tage-Team vor allen Dingen antreibt, würde ich mal sagen. Wie sieht es bei den Kilux aus? Also von meiner Sicht aus, ich sage dazu immer, es ist quasi ein Klassentreffen mit Leuten, die man überwiegend mag. Also es war eigentlich immer eine überwiegend lokale Veranstaltung, wo sich die ja, Open Source Linux-Enthusiasten getroffen haben. Und dieser Austausch, das war halt immer sehr schön. Darum habe ich das jetzt auch so lange eigentlich schon ja, entweder mitorganisiert oder organisiert. Das war für mich immer so dieser Antrieb. Und wenn ich das nicht machen würde, würde es wahrscheinlich keiner anderer machen. Und das fänd ich schade, dass es das denn halt nicht gibt. Also, ja. Absolut. Kann ich nur unterstreichen. Na, ich freue mich schon auf die erste fast Präsenzveranstaltung in Ja, Kilux. ja, ja. Ansonsten, ja, mega, freue ich Ja. mich. Also es ist ja quasi, also der Online-Teil ist ja quasi nochmal obendrauf. Also der Rest ist erstmal nicht kleiner. Wenn wir jetzt noch genug Vorträge kriegen, also reicht Vorträge ein und Workshops. Und der Online-Teil kommt nochmal mit dazu. Also von daher ist es quasi größer, als wir es je gehabt haben. Bin ich sehr gespannt. Verrückt, wenn man das mal so resümiert, war. Es ist größer, als ihr es je gehabt habt. Also von der Reichweite her, weil wir eben denn beides haben. Also wir hatten auch jetzt nochmal in die Vergangenheit gehüpft, Jahre, wo wir extrem viel hatten. Also wir hatten ein Jahr 5 Räume parallel. Also wir hatten 2 Räume mit Workshops die ganze Zeit durch. Allerdings 2 Tage, da hatten wir den LPD noch nicht mit dazu. Und dann hatten wir 3 parallel mit Workshops, nee, 3 parallel mit Vorträgen voll. Also wirklich komplett durch von, wann haben wir angefangen? Von 10 bis 18 Uhr. Also das war richtig viel. Und je nachdem, wie wir da in unserem Veranstaltungsort, das ist ein Gründungszentrum in Kiel, das KITZ, da Räume zur Verfügung gestellt gekriegt haben, hatten wir die eigentlich jedes Mal komplett ausgelastet. Also einige Jahre hatten wir denn, also mit 5, das war wirklich Sondervortrag, also ein besonderes Jahr. Und das Gerücht geht immer noch um, dass wir einige Zuschauer auf dem Weg von einem Vortrag zum anderen irgendwie verloren haben. Denn die anderen beiden Räume, die wir extra dazu hatten, die sind in einem komplett anderen Gebäudeteil. Da muss man erstmal mit dem Fahrstuhl hochfahren, über eine Brücke drüber laufen. Da muss man dann nochmal über eine Treppe und so. Es mag sein, dass da immer noch welche rumgeistern und versuchen, den Ausgang zu finden. Oder den Vortrag.
Oder den Vortrag. Hat er immer noch nicht. Wo ist denn da? Wo ist denn da? Hilfe, Hilfe. Also, wir haben da schon einige ziemlich interessante Jahre, oder eigentlich waren die Jahre alle interessant. Sie waren alle irgendwie anders. Und am Anfang war das Interesse auch extrem groß. Also so um die 2006, 7, 8. Da Ubuntu rauskam, so richtig krass, ne? Ja, das auch. Also Messen oder so Konferenzen hatten einen anderen Stellenwert damals. Da musste man noch zu Veranstaltungen irgendwo hin, um Informationen zu kriegen, um sich mit Leuten auszutauschen. Und das ist im Laufe der Zeit halt immer weniger geworden, weil die Kommunikationswege, also so was wir jetzt hier auch machen, ne, hier Video, Audio, dieses Zeugs, auf verschiedenen Plattformen gleichzeitig, das gab es halt damals nicht so. Und darum kamen damals eben auch deutlich mehr Leute als so in den letzten Jahren. Also am Anfang war es auch wirklich voll. Also da hatten wir Räume, wo sich die Leute drin gestapelt haben und wo es denn quasi kein Durchkommen durch diese Gänge gab. Aber das war auch relativ schnell wieder vorbei. Also ja, und mal gucken, was das jetzt so bringt. 20. Mal, mal gucken. Absolut, absolut. Und ja. Mein Mikro wird irgendwie immer leiser, habe ich das Gefühl. Ne? Schreib dich auf Twitch hier, ja. Ja, ganz links darf sein hier. Ne? Ich hau mich jetzt hier mal laut, und zwar richtig laut. So, dass euch hier die Ohren wegfliegen. So, ich hoffe, jetzt bin ich, denke ich, gut laut. Ne? Sorry, also irgendwie, das ist irgendwie ganz komisch. Ne? Manchmal verstellt sich das viel zu sehr. Und das kriegt man gar nicht so mit, ne? Weil man sich ja selber erstmal nicht hört. Ihr bräuchten eigentlich noch so eine weitere Person so in der Abmischung, ne? So, dass wir hier zu viert streamen und dann, ne, nur einer hier die ganze Zeit nur die Tonregler bewegt, ne? Aber sehr, 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 sehr lieb und vielen, vielen Dank, dass ihr hier direkt nochmal, mir die Anweisungen gegeben habt, beziehungsweise das Feedback, weil das hören wir gar nicht so. Vielen, vielen Dank. Also, wenn irgendwas nicht passt, gerne, gerne schreiben. Dann werden wir da schauen, dass wir das besser machen. Genau. Apropos besser machen. Vielleicht möchten auch einige Notebook-Hersteller mal wieder die Welt besser machen oder nur ziemlich interessantes Marketing betreiben. Intel hat ein NUC rausgebracht, also diese Next Unit of Computing-Einheit. Nur eben nicht als Mini-PC, den man sich so hinter den Monitor klemmt, sondern direkt als Notebook. Und da kann man, ähnlich wie beim Barebone, das ganze System nackt quasi sich kaufen und dann quasi selber entscheiden, welchen Prozessor, wie viel Arbeitsspeicher und was für eine SSD da rein soll. Was ziemlich interessant ist. Also schon mal im Ansatzpunkt eine interessante Nummer. Framework-Laptops, da müsstest du mir mal kurz helfen, Hauke, genau. Das hattest du nochmal, die machen das nochmal mit einem anderen Ansatzpunkt, ne? Ja, genau. Also diese Firma Framework, die stellt halt aktuell ein Notebook her, was man aus verschiedenen Komponenten zusammensetzen kann. Also Monitor gibt es, glaube ich, also Bildschirm gibt es aktuell nur einen, aber man kann verschiedene Mainboards da kaufen mit verschiedenen Intel-Prozessoren, glaube ich, bloß. Und die Schnittstellen, die es halt gibt, die sind alle über USB-C. Und da kann man solche Quader, die man von außen in dieses Gehäuse reinschiebt. Und dann haben die verschiedene Schnittstellen. Also das gibt dann welche, die einfach bloß USB durchleiten. Also das ist dann USB auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Oder es gibt dann HDMI zum Beispiel und Netzwerkkarte, gibt es die schon oder wollten sie das machen? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man dieses System auch sehr einfach anpassen kann und das auch immer wieder neu. In so einem Artikel stand mal drin, dass viele von den Käufern gleich alle Schnittstellen mitnehmen, die man so dort kaufen kann und teilweise auch mehrfach. Also dass sie denn hier zweimal den USB-C-Adapter denn da drin haben und USB-A und was weiß ich alles. Auch wenn das nicht gleichzeitig ins Gerät reinpasst, aber diese Flexibilität, dass man es immer wieder anpassen kann, ist da wohl extrem hoch. Also das habe ich nirgendwo so
gesehen. Und die Reparierbarkeit von dem ganzen Gerät ist eben auch deutlich, also da ist jetzt nichts verklebt. Also man kann das alles mit, da sind normale Schrauben drin, kann man aufschrauben und ja, SSD kann man wechseln, RAM kann man wechseln und diese ganzen Sachen. Also das finde ich eigentlich ganz charmant. Ja, gut, das wäre jetzt mein Einspiel. Wurde es erklärt, dass ich habe es sogar schon mal so gesehen und ich glaube, das Fairphone macht auch einen ähnlichen Ansatz. Jetzt mal kurz die Brücke zu Smartphones geschlagen. Da kann man ja auch jedes Ersatzteil nachkaufen. Rein theoretisch und auch rein praktisch. Ja, aber bei das Notebooks, stimmt. Ja. Das Shift Phone müsste es auch noch geben. Das ja, hat genau. Diesen Prozess nochmal optimiert. Also beim Fairphone hat man nur einzelne größere Komponenten, beim Shift Phone kannst du es, glaube ich, noch mehr, ich sag mal, auseinander und zusammenbauen, glaube ich. Ja. Genau. Bei dem Fairphone konnte man nicht irgendwie die Kamera auswechseln und durch eine bessere ersetzen? So ungefähr. Richtig. Absolut, absolut. Mein Vater hat das auch gemacht und irgendwie war die Kamera trotzdem noch schlechter als von meinem Handy, was quasi die Hälfte kostet. Aber das ist ja auch nicht der Ansatz. Der Ansatz ist ja am Ende ein faires Handy produziert zu haben und was man beispielsweise auswechseln kann bei der Temperatur, bei der Reparatur, wo man dann beispielsweise den Bildschirm auswechseln kann und so. Ne? Da ist das natürlich sehr, sehr gut. Man muss sich so ein bisschen performance-technisch, beziehungsweise so leistungstechnisch, ein bisschen auf weniger einstellen, aber nicht auf allzu wenig. Also es ist jetzt nicht, dass es Grütze ist, vielleicht, also den meisten fällt es wahrscheinlich nicht mehr auf. Ne? Und ich glaube, mit dem neuen Fairphone 4 hat mein Vater jetzt auch, das hat sich schon gut ausgeglichen. Und er hat sich daran gewöhnt, dass er noch Bluetooth-Kopfhörer benutzen kann. Ich weiß gar nicht, haben die gar keinen Headphone-Check mehr? Ja, nee, nein, stimmt, mein Vater hat nur noch Bluetooth-Kopfhörer. Ja, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, dann hole ich mir doch kein Fairphone 4. Ja, also meins hat ja noch, also ich habe ja kein Fairphone, aber meins hat noch so einen Klinkeanschluss. Ich halte es mal gerade in die Kamera. Die Hülle, die muss so, das ist der Style. Also die Ecken sind nicht komplett abgeranzt, nein, das gehört zum Sicherheitskonzept. Ja. Welche Fallhöhe schafft das so, ohne kaputt zu gehen? Ich teste es jetzt nicht aus. Aber alle, also ja, würde ich schon sagen. Ne? Also mir ist es teilweise so aus der Hand, und ich bin ja eigentlich nicht der Kleinste, mir ist es aus der Hand so ne, fast auf Kopfhöhe auf dem nackten Asphalt gefallen. Oh, okay. Hat keinen Schaden von bekommen. Außer, dass es einmal 20 Zentimeter den Boden runtergefallen ist, da hat es einen Sprung bekommen. Aber das ist je nachdem. Da lernen wir jetzt draus, wenn ihr es fallen lasst, lieber aus einer höheren Höhe. Lieber dann aus einer höheren Höhe. Das, also gefühlt war das bei mir bis jetzt immer der Fall. Ja, das stimmt. Ja. Ich war nur vorhin gerade kurz irritiert. Ist da gerade mein Follower-Sound im Dings abgespielt worden? Habt ihr was gehört? Nee, gar nicht. Gut. Dann hatte ich das nicht so dadurch, aber. Ach nee, du streamst ja auch nicht selbst. Nee, deswegen, aber. Nee, ja, alles gut. Irgendwie war gerade ganz komisch. Aber nichtsdestotrotz, ich finde das mit den Notebooks, ich finde das echt ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist es übel cool, dass man sich das Ganze selbst zusammenstellen kann. Andererseits muss ich da echt mal Kritik üben. Das ist mal wieder daran geschuldet, höher, schneller, weiter, kleiner, schicker, leichter geschuldet. Dass man es eben nicht mehr kann, so einfach. Das also stimmt, dass es jetzt ein Feature ist, ne? Ja, genau. Also deswegen habe ich ja das so provokant angeteasert oder gutes Marketing. Früher ging das noch. Zwar vielleicht nicht so cool und einfach, da musste man wirklich noch mal ein paar Schrauben lösen und mal vielleicht mal ein bisschen Wärmeleitpaste tauschen, wenn man es doof gemacht hat oder wenn man CPU tauschen wollte. Jetzt ist es ja relativ einfach durch diese Features, aber das steht und fällt ja auch mit der Verfügbarkeit dieser Baukomponenten. Also eigentlich geben wir uns ja auch wieder die Freiheit in die Hände von, in dem Moment ist es Intel, damit es diese Prozessorgeschichten gibt oder eben dieses der Firma Framework, dass die Ersatzteilkomponenten oder Austauschkomponenten lange verfügbar sind, weil wenn die nicht mehr verfügbar sind, stirbt ja auch das ganze System. Also ja, ist ja beispielsweise auch mit Autos so, ne? Wenn du da Ersatzteil brauchst bei einem relativ alten Auto, dann schaust du manchmal in die Röhre, ne? Ja.
Ist ähnlich, würde ich mal sagen. Ist ja auch am Ende Hardware. Ja, ist eine schwierige Sache. Kann man leider nicht so einfach kopieren wie Open Source Code. Also ich meine, bei Framework haben sie die oder diese Layouts und sowas auch veröffentlicht. Ich meine, sind sogar unter freien Lizenz. Und es gibt eben auch Drittanbieter, die diese Klötze zum Einstecken da auch produzieren. Und genauso ist das auch bei diesen ja, Monitorkomponenten und sonst was. Also prinzipiell kann das auch jemand anders machen. Ah, okay. Ist Das halt war die Info, die mir gefehlt hat. Dann ist das cool. Ah, okay. also ist die Das ist natürlich die cool. Frage, ob der Markt groß genug ist, dass sich das für jemanden lohnt, also so ein TFT zu bauen, was da genau hinpasst, kann ich, also denke ich, ist deutlich teurer in der Produktion, in der Entwicklung und sonst was, als so ein Plastik-Dingsbums, was USB zu irgendwas umwandelt. Das gibt es ja insofern schon, letztendlich würde wahrscheinlich schon ein 3D-Drucker reichen, wo man denn irgendwas reinfummelt, wenn man das per Hand machen möchte. Aber so ein Monitor zum Austauschen, der denn exakt da drin funktioniert, das wird wohl deutlich schwerer sein. Absolut. Ja, tatsächlich schreibt jetzt jemand auf Twitch hier, ja, höher, schneller, weiter ist seiner Meinung nach nur ein vorgeschobenes Argument der Hersteller. Framework hat eindeutig gezeigt, dass es ein vorgeschobenes Argument ist. Ja, also würde ich mitgehen. In der Hinsicht ist die Frage, was wollen die Endanwender? Und der normale Endanwender will es vielleicht nicht reparieren, beziehungsweise hat sich nicht so ergeben, weil sonst, ne, je nachdem, kaufen ja schon viele, ich sag mal, je nachdem, welche Features sie halt eben haben wollen. Manche setzen sich durch, manche nicht, manche werden obsolet. Und in der Hinsicht ist es leider schon zu einer Kultur, jedenfalls in den jüngeren Kreisen geworden, so, schon so ein bisschen zur Wegwerfkultur. Ja, mein Handy hat einen Sprung, ja, dann muss ich mir jetzt ein neues kaufen, so nach dem Motto. Ne? So ist es ja auch mit Rechnern und so weiter. Und von daher ist es, glaube ich, auch gar nicht mehr so richtig gefordert, leider. Aber vor allen Dingen jetzt beispielsweise bei, ich sag mal, Leuten, höheren Alters, also höheren Alters kann man nicht sagen, aber die einfach jetzt nicht in den letzten 20 Jahren geboren sind, da merkt man dann schon, dass dann da schon häufig doch so ein Selbstbewusstsein noch ist und die das halt vielleicht auch noch von früher so kennen. Und das ja, ist schade, dass das so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, aber hey, dann holt jetzt Framework eben den Markt von hinten auf, wenn es so in der Hinsicht gefordert wird und dann ist es ja auch gut. Also das ist ja das Schöne dran. Ne? Wir können ja dann in der Hinsicht Framework ganz gut unterstützen. Genau. Vor allen Dingen, ich fand es ja auch so schade, seitdem Smartphones verklebt sind, vorher konnte ich die immer noch irgendwo reparieren. Man hat irgendwo ein neues Displayglas bekommen. Aber da ich das jetzt so widerlichst verklebt sind, man muss ja wirklich sagen, widerlichst inzwischen. Also vorne, hinten, oben, unten. Du musst mit Föhn dann irgendwie dein Display abmachen und so, ne? Ja, im Ja. schlimmsten Fall machst Ansonsten, du dir den Akku zur Sau, wenn du zu heiß rangehst. Es ist. Ansonsten schreibt auf Twitch gerade NeroBurner, aber nur weil die Mehrheit nicht reparieren will, dann darf keiner mehr reparieren. Ich glaube, dass der Entwicklungsprozess doch ein bisschen teurer ist mit der Reparierbarkeit, dass man das halt irgendwie so hinbekommt, dass es dann noch genauso dünn ist und so weiter. Mag sein, dass es auch nur, also dass es marginal ist, aber eine Firma spart an allen Ecken und Enden, ne? Das ist so das Ding. Es ist ja wirklich einfach das Ersparnis. Wenn man bei einer Notebook-Serie, die tausendfach übers Fließband geht, eins, zwei Schrauben für jeweils ein, zwei Cent sparen kann, dann sind das auch schon wieder tausende Euro, die gespart wurden, die vielleicht überhaupt keinen Sinn auf Langlebigkeit oder sonst noch was haben, aber es ist erstmal Profit für die Firma. Und wir lassen es mit uns machen, das ist das Problem, weil wenn es kaputt geht und die Firma sagt, ja, da können wir auch nichts reparieren, beziehungsweise ich habe ja jetzt schon lang genug in der IT gearbeitet, beziehungsweise auch im Kundenservice, wenn so ein neuer Druckkopf beim Tintenstrahlgerät fast so viel kostet wie das Multifunktionstintengerät, dann ist das natürlich wieder so eine geldwerttechnische Erpressung, ne? Also. Und Firmen haben gleichzeitig auch ich sag mal, wollen natürlich mehr neue Geräte verkaufen als sind billigere Ersatzteile, weil da können sie nicht so viel Profit machen. Ne? Oder wenn sie dann so ein Tintenstrahlgerät nochmal extra verkaufen, dann schlagen sie ordentlich Profit drauf. Ne? Das ist, ja, manchmal können sie es so machen. Aber dann gibt es vielleicht schlauere Firmen, die da ich sag mal, den Eingesessenen, die wieder aufwecken. Ne? Das gibt es ja auch mal wieder.
Und da bin ich mal sehr gespannt, wie das so klappt. Ja. Ja, also bei dem Intel NUC muss ich ganz ehrlich sagen, smartes Marketing. Aber also das wird sich so nicht durchsetzen, weil das macht das Ganze ja nur noch unnötig komplizierter, dass du dann auch gucken musst, passt die CPU dann da rein, passt dann zu der CPU dann der Arbeitsspeicher. Und Naja, dann das hast du. Blöde dabei ist, CPU und Arbeitsspeicher, das ist auf einer Karte, du kannst es auch nicht wechseln. Also Ach, so rum war du musst das. dir von vornherein überlegen, welche CPU du haben willst, und dann sagt dir Intel, ja, das gibt es mit so viel Arbeitsspeicher. Also so ein Celeron irgendwas, da ist in den 4 GB RAM drauf, unwechselbar, verlötet fest. Wenn du jetzt hier was Teures nimmst, dann kriegst du bis zu 16 GB, da war, glaube ich, Ende. Also das finde ich vom Konzept her auch eher grenzwertig. Ja, ist es auch. Aber ja, also da du ja keine Freiheit hast, denn in so ein Kellerrun, da kann doch mehr als 4 GB adressieren, oder nicht? Oder? Hätte ich jetzt mal sogar spontan gesagt, Weiß ich oder? nicht, 8 wahrscheinlich. kann auf jeden Fall. Mindestens Ja, wahrscheinlich, also ja. 8 von kann auf daher, jeden Fall. Und warum? das war schon so vor 4, 5 Jahren, wo ich mir die das letzte Mal angeguckt habe. Inzwischen können die garantiert auch 16. Also von daher, dem Produkt gebe ich 2 Jahre, bis Intel das einstellt, so wie ihre Tablet-Serie Bay Trail. Die ist ja aus dem Entwicklungsstadium eigentlich nicht wirklich rausgekommen. Die ist Zeugs da, das, also die Hardware war nicht wirklich ausgereift und die Unterstützung für Betriebssysteme, naja. Naja, einfrieren, Knackser beim Ton und sonst was. Also. So ein Ding habe ich mir ja mal von der Resterampe geholt für 50 €, um damit rumzuspielen. Und irgendwann hat einer der Intel-Entwickler, ich glaube, in seiner Freizeit versucht, da den Sound hinzukriegen. Und jetzt funktioniert der Sound auch da drauf. Hervorragend. Aber das war schon 3, 4 Jahre, nachdem Intel das Ding eigentlich eingestellt hat. Ja, Und ich aber denke, das. Totgesagte leben länger, ne? Ja, unter Linux funktioniert das Ding jetzt. Ja. Also unter Debian 11, nee, ich glaube unter 10 ging es auch schon standardmäßig. Ton geht, WLAN funktioniert, alles gut. Ja, aber trotzdem. Ja, Also es von folgt. daher, ich schätze, das wird auch wieder so ein 2 Jahres Ding sein, bis Intel einfach sieht, naja, och, das will doch keiner, lassen wir mal. Beziehungsweise wirft nicht genug Profit ab. Genau, Ja. also ja. Interessanter Testballon, aber mehr ist es auch nicht. Da ist deutlich mehr Zukunft an der Framework-Geschichte zu sehen. Gerade auch dadurch, dass sie quasi Drittanbietern das Ganze zugänglich machen. Es ist ja quasi dann in dem Moment so Open Source Hardware, ohne wirklich nach diesem. Gibt ja auch diesen Open Source Hardware Standard dafür zu sein, aber es ist ein Gerät für die Menschen, wenn sie schon alles nach außen rausgeben. Absolut, das ist schön. Dem tue ich mir dann oder dem tue ich dann deutlich mehr Zukunft ausrechnen als die Intel NUC Geschichte. Vor allem das Intel NUC hat einen 3 zu 2 Monitor, also ganz komisches Verhältnis. Will man sich eigentlich heutzutage auch nicht mehr antun. Also 3 zu 2 würde ich schon nehmen. Also ich habe mir jetzt, mein Arbeitsgerät hat immer noch 4 zu 3, weil das exakt die Auflösung ist, die ich für meine Sachen brauche. Und diese, also 16 zu 9 finde ich gruselig. Also entweder ich habe Echt? da so ein kleines Sehschlitzdings, wo nichts drauf, habe ich auch rumliegen, aber da bin ich immer am Rumscrollen, finde ich kacke. Und von daher 3 zu 2, damit könnte ich mich schon anfreunden. Also so ein Framework finde ich prinzipiell nicht so schlecht. Aber leider spiegelt das Ding wieder. Da denke ich mir, warum? Warum jetzt spiegeln? Also das haben wir doch nun wirklich eigentlich durch. Das hatten wir in den Nullerjahren, da kam das irgendwie auf mit, ey, guck mal, das ist ja super, das spiegelt ja bei dir. Toll. Ja, Du siehst dunkelst du jetzt den auch Raum immer mehr. ab. Ja, das stimmt, das stimmt. Wobei bei dem Spiegeln ist es ja mit dem Touch verbunden. Ne? Viele Laptops mit Touch haben Das gab es natürlich damals ja nicht. das Also gespiegelt. das Aber ja, spiegelte früher einfach ja. so. Oh, mega. Ohne Ja, das irgendwie, kenne ich auch, ja. ich weiß nicht warum. Und kann man Touch und Matt nicht kombinieren? Also Ich gibt es da glaube, es ist wirklich, nicht so einfach. reibt man das ab oder so, dass diese.
diese Mattierung irgendwann durch den Finger kaputt geht? Ich könnte mir vorstellen, dass eher dass diese Mattierung angreifbarer ist als eine glatte Oberfläche. Aber das ist nur eine ganz laienhafte Theorie. Kann ich dir leider auch nicht beantworten, warum das so ist. Aber ja, um die 2000er kam der Trend irgendwie auf, gespiegelte Displays, weil wegen, weiß ich nicht. Ich glaube, da war so gerade dieser Multimedia-Hype. Und auf einem matten Display sind ja die Farben mitunter ein bisschen kontrastärmer. Da haben sie sich, glaube ich, den Marketing-Gag ausgedacht. Ja, hier. Glare-Display für richtig knackige Farben. Das ist... Ja, stimmt. Und das immer. Und immer so ABM oder Pseudo-ABM-Stellen, da wurde ja meistens immer noch so ein Mikrofasertuch noch mit ins Notebook reingelegt. Das war dann meistens so der Tastaturschutz. Kannst du gleich aufmachen, putzen, daneben legen. Das hat, ich glaube, Asus teilweise wirklich noch bis vor kurzem ein paar Jahren gemacht. Das war richtig witzig, aber eigentlich auch schon wieder traurig, wenn man sich darüber mal nachgedacht hat. Also war schon eine lustige Nummer. Aber naja. Mega. Ich habe hier noch beim Twitch-Chat gelesen, irgendwie auch Apple macht das. Man kann das Notebook für 1,6 bei denen reparieren lassen oder gleich für 2 ein neues nehmen mit Rabatt. Ja, wo toll. Es dann kostet. Wahrscheinlich, ja. Ja. Da sind wir wieder bei der Geschichte auch mit. Ja, man wird irgendwie übers Geld erpresst. Aber man ist ja von dem einen abhängig. Das ist ja immer das. Es gibt ja nur den einen Hersteller mit den Ersatzteilen. Gerade wenn die so eine. Gerade ist Apple ist ja auch so. Der Druckerhersteller genauso, da kriegst du ja keine Alternativprodukte rein oder Drittanbieter-Hardware. Ansonsten kostet die Reparatur ja auch einfach mega viel, ne? Weil halt eben alles so verklebt dünn ist und so auf Massenproduktion ausgebaut ist, dass du bei der Massenproduktion extrem viel sparst und die Reparatur, die kommt ja dann erst in 2-3 Jahren, dann können die Kunden sich ja gleich ein neues Produkt kaufen. Aber gut, das ist vielleicht nochmal ein Thema für eine andere Folge. Mhm. Das stimmt. Ja. Also bei Druckern ist es ja auch wirklich so, selbst wenn du dir so Multifunktionsdingsbums da, du willst an den Druckkopf rankommen, weil du das Ding einfach mal säubern möchtest, aber die haben das so verbastelt, dass du quasi das Gerät komplett auseinandernehmen musst, um an die Schiene zu kommen, wo der Druckkopf drauf ist, den du natürlich nicht irgendwie anders lösen kannst. Also und dann könntest du den Druckkopf hinterher irgendwo reinpacken in so eine Reinigungslösung. Da gibt es ja irgendwie so Alkoholzeugs für. Mhm. Aber du kommst an den Dreck nicht ran, weil das ist so verbastelt. Und bei diesen, also es ist nichts verklebt an diesem Gerät. Es sind aber so viele Schrauben und Plastiknasen und Kleinteile, die du da alle auseinander frickeln musst, damit du drankommst. Also dabei kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass das in der Produktion so günstig ist mit diesen ganzen Teilen. Das könnte man doch bestimmt auch irgendwie sinnvoller machen. Also keine Ahnung. Oder wollen sie halt bloß nicht, dass man es repariert und machen das extra kompliziert, auch wenn das Gerät eigentlich zu teuer gebaut ist? Finde ich irgendwie sonderbar. Ich glaube wirklich fast genau das. Die tun lieber in der Produktion 2-3 Dollar, Euro, Yen mehr investieren. Wobei Yen wäre ein bisschen Quatsch, das wäre ja nur ein paar Cent. Aber die tun da absichtlich ein bisschen was draufschlagen, damit sie wissen, nach einer gewissen Zeit können sie es zigfach wieder reinholen durch ein neues Gerät. Ja, wahrscheinlich. Oder eine komplett überteuerte Reparatur. Ich glaube, reparieren kannst du sowieso nicht. Also ich glaube, der Hersteller würde sagen, machen wir nicht. Ja, gibt es ein Tauschgerät. Ja, genau. Also irgendwo habe ich auch so eine Reparaturanleitung dafür gefunden. Also so ein Service-Manual, wo auch so eine Explosion, die heißen ja Explosionszeichnungen, wo diese ganzen Komponenten so auseinandergedrümelt da sind. Und da gibt es quasi eine Anweisung dafür, wie du das wirklich in welcher Reihenfolge auseinanderbaust. Aber wer soll denn das machen? Also der Service da, also wenn der jetzt da steht, ja, Druckkopf wechseln, da ist er doch, wenn er wirklich gut ist, mit, naja, sagen wir mal, eine Stunde auseinanderbauen, eine Stunde zusammenbauen, das ist doch viel zu teuer. Also das übersteigt doch auf jeden Fall mit Anfahrt und dem ganzen Zeug den Wert von so einem Drucker. Das macht doch nie jemand. Das stimmt. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, ist crazy. Also, ja, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es die nächsten 300 Jahre so gut läuft mit den Ressourcen und so. Da müssen wir irgendwie Spaß haben. Aber ich glaube, das ist wieder ein ganz, ganz anderes Feld. Ja. Da kommen wir an Ja. ganz andere Bahnen, das wollen wir, glaube ich, nicht. Das stimmt, ja. 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 Wobei, wir haben jetzt hier so, wenn die Leute den Livestream sehen, ja so grüne Hügel angedeutet, wenn man so am Ende möchte. Oh Dann, naja, ja. dann haben wir davor schön rumdiskutiert, ob das Das jetzt sind schick aussieht, Spaghettis. nicht schick aussieht. Ja, absolut. Es sind abstrakte grüne Hügel, sind wir dazu gekommen. Ne? Der XP-Background etwas neu interpretiert. Ja. Die grünen Hügel. In den schönen grünen Hügeln, genau. Ja. Mega. Ja, aber vom Prinzip an der Stelle sind wir zumindest podcast-technisch mit Themen durch. Da Es sind wir könnte durch. keinen schöneren Abschluss geben als jetzt. Genau. Absolut. Absolut. Ja. War wieder sehr, sehr schön mit euch. Ja, werden wir definitiv wiederholen. Ja, freue ich mich drauf schon. Und auch nochmal ein ganz, ganz herzliches Dank an alle Live-Zuschauer jetzt erstmal oder Live-Zuhörer. Ja, wir waren konstant so knapp 50 Leute zusammengezählt. Das ist sehr, sehr schön, dass euch das so interessiert hat. Auch an alle, die das jetzt in der Aufzeichnung hören, auch nochmal herzlichen Dank fürs Anhören. Schreibt uns gerne Feedback auf podcast@tuxtage.de. Genau, podcast@tuxtage.de. Mega. Oder in die Kommentare hier von dem Video. @tux-tage.de ist die Domain. Ganz wichtig. Das Oder stimmt, das stimmt. genau kommentieren ins YouTube-Video, dann auf dem Kanal von den Tuxtagen. Genau. Da wird es dann nochmal hochgeladen. Ja, bei Spotify und iTunes kann man nicht kommentieren. Da kann man nur konsumieren. Achso, okay. Kann man nur konsumieren, absolut. Ja, Aber da könnte ja. einfach mal ganz, ganz viele Sterne geben. Kann man da überhaupt bewerten? Ich bin Auf kein iTunes ja. Spotify. Auf Ich bin iTunes kein. ja, Spotify glaube ich nicht. Ich Ich glaube, habe ich habe mir das nur gecheckt. Spotify runtergeladen, um zu gucken, kommen jetzt die Infos so an, wie ich sie einpflege. Ich höre aber Was? nicht rein. So schlimm Nee, ist das es. ist so ein Elixier gefühlt für mich. Ja, gut. Naja. Nee, dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Abend. Wir verabschieden uns hiermit in die Sommerpause, auch von den Livestreams her. Es wird dann erst im September wieder weitergehen. Ja, sagen wir mal, also du machst Ich Sommerpause, mache Sommerpause. zwei von dreien machen vielleicht noch ein bisschen was anderes. Mal Machen vielleicht gucken. noch ein bisschen was anderes. Ja, Ja. genau. Also ich wäre tatsächlich, ich habe mir auch vorgenommen, ein bisschen live zu streamen, aber nicht so showmäßig, sondern eher so ein bisschen nerdiger in Richtung Ko Programmieren mal schauen. Da werde ich euch aber auf dem Laufenden halten. Das werde ich frühestens ab Donnerstag beginnen. Mal schauen. Aber es gibt noch so viel zu tun. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt dazu komme. Irgendwie füllt sich mein Kalender auch wieder so. Ne? Mal schauen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen wieder. Vielen, vielen Dank euch beiden fürs dabei sein. Und vielen, Immer vielen Dank, wieder. dass ich hier wieder mit dabei sein durfte. Natürlich. Und dann sehen wir uns alle und hören uns in der nächsten Folge, in dem nächsten Video auf Haukes YouTube-Kanal, Zum auf Beispiel. Michas Twitch-Kanal oder hier auf Linux Guides. Und dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Und tschüss. Ciao.